Ja, wir befinden uns hier auf der Allure of the Seas von Royal Caribbean auf der Atlantiküberquerung von Barcelona nach Fort Lauderdale in Florida. Hier zuerst mal auf Deck 4, das Entertainment Deck mit Comedy Club, mit Jazz Club, mit Diskothek, mit Eislaufbahn. Und natürlich auch, wie bei allen amerikanischen Schiffen, ein großes Casino im Las Vegas-Stil und ebenfalls eine Kunstgalerie, wo Bilder und andere Gegenstände ausgestellt werden, die dann während der Kreuzfahrt ersteigert werden können. Ein Deck höher auf Deck 5, die Royal Promenade. Hier Boleros, wo abends Live-Musik ist. Ein Starbucks-Café, übrigens das erste Starbucks-Café auf See. Sorrento, die Pizzeria, nachts bis 3 Uhr geöffnet. Viele Geschäfte, Duty-Free-Geschäfte, Karaoke-Bar und auf der anderen Seite hier die Rising Tide Bar, die also zwischen mehreren Decks hin und her fährt. Guest Service, die Rezeption. Und das Café Promenade, das Promenadencafé, 24 Stunden am Tag geöffnet, mehrere Bars und verschiedene Informationsschalter, auch zum Thema Landausflüge und sonstige Dinge, die eventuell hier zu klären sind. Ein Riesenbereich auch für Foto und Video. Im hinteren Bereich auf Deck 6 dann der Boardwalk, wieder ein Außenbereich, speziell auch für Kinder. Hier gibt es Hotdogs, hier gibt es Donuts, hier gibt es das Burger Restaurant Johnny Rockets, hier gibt es verschiedene Geschäfte, auch mit Spielsachen und mit Süßigkeiten und mit anderen Dingen. Dieses Karussell kann genutzt werden. Und ganz am Heck das Aquatheater. Hier finden verschiedene Shows statt, verschiedene Informationsveranstaltungen. Captain's Corner zum Beispiel, wo man der Besatzung, unter anderem dem Captain, verschiedene Fragen stellen kann. Ja, auch ein Hund ist hier an Bord, das ist also auch möglich. Und ebenfalls noch hier auf dem Boardwalk das Sabor, das mexikanische Restaurant mit dazugehöriger Bar. Auf Deck 8 dann in der Mitte des Schiffes der Central Park, eine grüne Oase der Ruhe, 12.000 echte Pflanzen, Bäume und Blumen sind hier vertreten. Verschiedene Geschäfte auch hier, verschiedene Spezialitätenrestaurants. Das Parkcafé, was ebenfalls im Preis inbegriffen ist. Und gegen Zuzahlung das Shops Grill, das Steakhouse oder auch das 150 Central Park. Ein sehr hochwertiges 6-Gänge-Menü-Restaurant. Giovanni's Table, die Pizzeria bzw. das italienische Restaurant und Vintage, die Weinbar. Ja, der Central Park ist nach oben offen. Es können ebenfalls Balkonkabinen hier zum Central Park hin gebucht werden. Das ist eine Besonderheit auf der Oasis Class, dass es nicht nur Balkonkabinen zur Meerseite gibt, sondern auch Balkonkabinen zur Innenseite, in dem Fall hier zum Central Park oder auch im hinteren Bereich zum Boardwalk. Nun geht es mit einem der 24 Fahrstühle nach oben auf Deck 14. Das ist das Pooldeck, das Außendeck. Hier spielt sich natürlich gerade bei so einer Atlantiküberquerung tagsüber alles ab. Das Wetter hat gut mitgespielt, fast immer Sonnenschein, auch größtenteils ruhige See, sodass man auch die Außenbereiche gut nutzen konnte. Das Solarium, das ist ein extra Poolbereich nur für Erwachsene ohne Kinder. Hier gibt es einen kleinen Pool, einen kleinen Planschpool, verschiedene Whirlpools, eine extra Bar, ein Restaurant, welches früh und abends genutzt werden kann, welches unter dem Motto gesunde Küche mit wenig Kalorien steht. Abends wird es dann abgewandelt in ein brasilianisches Steakhouse. Hier ist der Hauptpool auf der anderen Seite gegenüber der Beachpool
und im hinteren Bereich dann der Sportspool und auf der anderen Seite der Kinderpool. Hier oben hinter der Glaswand befindet sich das Windjammer Buffet Restaurant und darüber das Coastal Kitchen, ein spezielles Restaurant nur für Gäste der Suiten. Im hinteren Bereich des Schiffes dann der sportliche Bereich, Tischtennis, Basketballfeld, Minigolfplatz, Zipline und Royal Caribbean typisch der Flowrider, ein Surf- und Wellensimulator. Der Vorteil einer Transatlantik-Tour ist natürlich, dass man diese ganzen Möglichkeiten auch mal ausschöpfen kann. Bei einer regulären 7-Tages-Kreuzfahrt mit 3 Häfen ist für vieles gar keine Zeit und gar kein Raum, weil man eben natürlich auch, wenn man an karibischen Inseln anlegt, diese dann auch natürlich erkunden möchte. Und dies lohnt sich ja auch entsprechend. Hier nochmal der Kinderpool. Ebenfalls ganztägig am Pool verfügbar sind 2 Softeisautomaten, aus denen man sich bedienen kann. Mehrere Bars, 2 auf Deck 14, 2 auf Deck 15. Im vorderen Teil oben ist noch ein Bereich, auch wieder für Suitengäste, ein extra abgetrennter Bereich zum Sonnen, beziehungsweise auch eine extra Bar dafür. Man kann diesen Bereich dann nur mit entsprechender Zimmerkarte einer Suite betreten. Hier nun unser Captain Johnny aus Norwegen, Markenzeichen von ihm, sein Motorrad, mit dem er hier auf diesem Schiff ständig unterwegs ist. Schon lange Jahre bei Royal Caribbean, seit einiger Zeit Captain hier auf der Allure of the Seas und ab nächstem Jahr dann auf dem Neubau. Das dritte Oasis-Class-Schiff geht zu Wasser, die Harmony of the Seas. Verschiedene Aktivitäten wie hier ein Wasserballspiel, Crew, Mannschaft gegen Gäste. Das ist mal ganz lustig anzusehen. Ansonsten findet man natürlich auch ruhige Plätze. Also für jeden ist hier, allein durch die Größe des Schiffes natürlich, ist für jeden etwas dabei. Und am letzten Abend dann die Abschlussparade, Verabschiedung der Crew. Und nochmal Halligalli und Parade und großes Trara, so wie das die Amerikaner lieben. Wir haben uns hier einen guten Platz gesichert vor dem Fotogeschäft und haben hier einen guten Überblick. Okay, everyone, here we go. Feet and hands together. That was Captain Johnny, right on down the Royal Promenade. Here we go. It's a third walker. Come on, put those hands together. Come on.
here on the Rising Tide Bar, a few closing words from Captain Johnny. Yeah, come on, Captain. Well, good evening, good evening, good evening, ladies and gentlemen. And this is your captain speaking from the bridge. What do you mean from the bridge? Ladies and gentlemen, you are on the Royal Promenade. You mean to say you've been on board the Allure of the Seas for 11 days and you don't even know where you are? I think I have to turn the ship around and go back to Europe so you get to know the ship. Does this mean, ladies and gentlemen, that the crossing of the Atlantic has been up to your expectation? Yes? Wonderful. Thank you so much. And I'd like to take a moment to thank all of you that have sent me small cards and letters and notes, because I have received a whole stack of them. Where you told me about how much you enjoyed the cruise and some of my crew members that have been servicing you. So let me do a little survey here, ladies and gentlemen. Have you enjoyed the service that was provided to you from, for example, the dining room staff this cruise? Fantastic! How about the bar personnel? And what about the director, Mr. Bobby, has put together for you for this evening today? And his team. Thank you, thank you, thank you so much. And it just remains for me to say thank you for choosing the Allure of the Seas for your Atlantic crossing this time. It has been an absolutely joy ride for us that work here on board the ship to have you with us. And I sincerely hope you enjoyed it as much as we have enjoyed having you here. So my message is go home safe and sound, come back to us quickly because we will be here and be ready for you when you choose to come on another cruise with Royal Caribbean and airborne the Allure of the Seas. So again, thank you so much. God bless you all. Have a safe journey back home to your final destination tomorrow. And bye for now. Ladies and gentlemen, Ambassador of the Allure of the Seas, Captain Johnny! Ladies and gentlemen, our little Lulu parade, we'd like to thank the cast of DreamWorks, all of our technical team here, on behalf of the whole team of Women and Women's Disease. Have a great evening, brothers. Don't forget to come up to the Women and Women's Disease tonight. You come and join us right there in the amphitheater on deck number 4. It's a farewell comedy show. It's a double bill tonight. Come and join us as my little friend from Mexico would say, that's the best of Billy. Have a good evening, everybody.